Herzlich willkommen zu meinem zweiten von 12 Videos aus der Reihe zu Shotcut, der Videobearbeitung. Wenn du den Einstieg dort hier noch nicht angeschaut hast, wo die absoluten Basics anschaue, dann würde ich dir empfehlen, dir das erste Video zuerst anzuschauen, bevor du bei diesem Video dann mitmachst. Wie immer findest du in den Beschreibungen den Links zu den Videos, zu den Clips, zu den Bildern, zu den Musikdateien, die ich hier verwende, damit du das alles dann genauso nachmachen kannst, wenn du möchtest. Und in diesem zweiten Video geht es jetzt darum, Videos, Audios zu importieren, worauf man da vielleicht achten sollte und wie man die Lautstärke verändern kann von einzelnen Clips oder auch von dem gesamten Video, das du hier machen möchtest. Ja, zuerst einmal, woher bekommt man kostenlose Videos? Und diese Videos möchte ich ja bei mir hier einfügen dann. Ich habe hier Shotcut schon gestartet. Du weißt ja, am Anfang wird immer das hier eingeblendet, dieses Fenster eingeblendet. Man legt einen Projektordner fest und ich habe hier das Projektname hier 02 gewählt. Videomodus ist wieder HD 1080p. Und ich klicke hier auf Los und ich habe hier diese Projektdatei dann errichtet. Dann gehe ich auf Datei öffnen, hole mir die entsprechenden Dateien. Ich gehe jetzt zum entsprechenden Ordner. Ich habe die hier so angelegt. Die wollte ich. Ich gehe auf Öffnen. Sie werden mir wieder importiert, wie wir es aus dem vorgehenden Video schon gezeigt haben. Woher habe ich solche Videos? Darum geht es jetzt hier auch. Im Internet gibt es zahlreiche Seiten, bei denen man günstig bzw. gratis Sachen herunterholen kann. Man sollte immer auf die Lizenz natürlich achten auf diesen Seiten. Eine Seite ist hier Pixabay. Da kann man sowohl Fotos als auch Videos herunterholen. Da habe ich sehr viele geholt. Wenn ich mir jetzt hier im Fotobereich bin ich hier, zum Beispiel diese Grafik hier anschaue, die mir herunterladen würde. Ich persönlich habe mich hier schon eingeloggt, man muss sich nicht einloggen, aber man kann das. Man geht auf Free Download und dann würde ich dir empfehlen, hier 1000 eine Foto herunterzuladen, das 1029 hat, nämlich in der Breite, weil nämlich auch diese HD-Videos genau diese 1029 an Breite haben. Höhe 1080. Also hier würde das Foto ein Stückchen größer sein als das Video, das wir hier haben. Ja, und über Pixabay kann man dementsprechend hier auch Fotos, aber auch, und das ist auch ganz praktisch, kurze Videoclips herunterladen. Das ist das hier, es ist doch jeweils dann die entsprechende Länge. Wenn ich mir dieses Video herunterladen wollte, würde ich hier hineingehen, würde wieder auf Free Download gehen und würde darauf achten, dass ich hier die entsprechende Größe habe. In dem Fall 1029 x 1080 ist genau die Auflösung, die ich benötige, und dann kann ich mir diesen Videoclip herunterladen. Wichtig ist immer auch bei Pixabay, dass man angibt, von welcher Webseite man das hat. Also hier die Angabe und dann der entsprechende Urheber, dass man das angibt, dass man es unter der Pixabay-Adresse bekommen hat. Und das sollte man dann im Abspann dann angeben, so wie ich das ja auch hier mache bei meinen Videos. Dann bei DIGCC Mixter kann man sich Musik herunterladen. Man gibt dann hier entsprechend einen Griff ein, zum Beispiel Pip nicht, sondern Pop. Klickt hier dann drauf und kann sich dann hier die entsprechende Musik dann anschauen. Es wird wenn man herunterladen wählen würde, würde hier dann auch die entsprechende Lizenz angegeben werden. Also hier würde das bedeuten eine CC-Lizenz, eine Creative Commons Lizenz. Die müsste man dann angeben und könnte hier auf Download gehen und könnte das dann herunterladen. Ja, ähnliches gibt es dann hier zum Beispiel bei Sound Bible. Da muss man auch wieder darauf achten, welche Lizenz es ist, welche Creative Commons Lizenz es ist und natürlich unter anderem auch bei Wikipedia kann man sich ebenfalls gezielt Videos, Sounds, jetzt gehe ich wieder zurück, Sounds und Bilder, Fotos herunterladen, wieder unter Angabe der Urheber und der entsprechenden Lizenz. Wenn du dann noch mehr wissen möchtest, ich habe in den Kommentaren verlinkt eine Beschreibung, worauf man achten sollte bei der Angabe von Lizenzen. Das einmal soweit zum Herunterladen von Materialien. Zurück jetzt wieder zu Shotcut. Ich bin jetzt hier und lege mir jetzt wieder mit der rechten Maustaste, lege ich mir jetzt hier zum Beispiel eine Videospur an. Ich kann das Ganze auch hier machen, indem ich hierher gehe, Videospur anlegen. Kann auch hierher gehen und eine Audiospur einführen. Wie beim letzten Mal füge ich hier auf der entsprechenden Audiospur hier diese MP3-Datei ein. Ich lege in die oberen Spuren dann zum Beispiel diese beiden JPEG-Dateien, diese Grafikdateien und nehme dann mir herunter dann. Ich verkleinere jetzt hier den oder zoome da jetzt.
hole mir da jetzt noch eine zweite MP4-Datei, die ich hier habe, hole sie mir dann dementsprechend herein und überlege mir gleich am Anfang, lege ich das hier vielleicht da hier rein. Ich verschiebe das hier ein bisschen, möchte hier jetzt wieder einen Titel haben. Man sieht, es rauscht wieder ein bisschen. Stelle das hier wieder stumm, wie wir es im ersten Video uns schon angeschaut haben, und möchte jetzt hier gleich einen entsprechenden Text eingeben. Du erinnerst dich, man macht das mit Filtern, man wählt hier das entsprechende aus, geht auf Filter, wählt dann hier dieses Plus, sucht sich den entsprechenden Filter, ich bin hier im Bereich Video drinnen, gehe auf Text einfach, habe hier schon einen Vorschlag und füge jetzt hier aber das ein, was ich mir gerade getippt habe. Das ist das Thema zu praktisch meinem jetzigen Video. Kann hier wieder die Größe verstellen, nämlich dieses Textfeldes. Jetzt ein bisschen dazugezogen, kann es heraufgeben, könnte auch natürlich dann die Textgröße verändern, die Stärke und so weiter. Das belasse ich jetzt aber mal so, denn es geht jetzt hier darum, dementsprechend dann die Lautstärken auch dann zu verändern. Und das mache ich einmal ganz gezielt. Ich möchte jetzt hier die Lautstärke von diesem Teil hier, den haben wir jetzt mal ausgeblendet, von diesem Teil, da blende ich es jetzt wieder ein, möchte ich verändern. Wenn ich das jetzt hier abspiele, habe ich hier diese Lautstärke zu diesem Video und die möchte ich dementsprechend lauter stellen. Dazu gehe ich dann wieder zu einem Filter, gehe wieder auf Plus, ich habe vorher das hier ausgewählt dementsprechend und gehe hier in den Audiobereich hinein und wähle mir dann im Bereich der Audioauswahl eben Verstärkung und Lautstärke. Das ist da hier unten und kann das dann hier einstellen. Ich könnte es jetzt leiser stellen zum Beispiel. Dann wird es noch leiser. Man hört es kaum. Ja. Man könnte es für den zweiten Teil zum Beispiel lauter stellen. Wie schaffe ich das? Dafür muss ich diesen Clip jetzt hier teilen. Ich suche mir dann da diese An-Abspielposition trennen. Hier gehe ich jetzt hierher, habe Verstärkung Lautstärke etwas leiser gestellt. Dann gehe ich hierher und verstelle aber, dann wähle diesen Bereich aus und verstelle es hier auf lauter. Wenn ich das hier auswähle, man sieht, es ist leiser, minus 38 Dezibel, dann 8,8, ist dementsprechend laut. Dann schauen wir uns das einmal an, beziehungsweise hören wir uns das an. Also sehr leise, ich gehe ein bisschen weiter nach vorn, dass wir Zeit gewinnen. Also sehr, sehr laut, also man merkt den Unterschied schon, fast zu laut. Ja. Und dasselbe könnte man dann hier auch machen. Ich mache das jetzt einmal so, ich schiebe das jetzt hier hinein, verschiebe das hier einfach. Ich kann ja zwischen den einzelnen Videobereichen dann hin und her wechseln. Ich kann ja zwischen diesen Videospuren, die ich hier eingefügt habe, hin und her wechseln. Jetzt gehe ich hierher. Man sieht, es ist relativ laut. Und ich könnte auch dann eine gesamte Videospur dementsprechend auch dann die Tonstärke dann ausschalten. Wenn ich jetzt hierher gehe, markiere das Ganze. Kann ich das auch dauerhaft machen, indem ich einen Filter mir aussuche, gehe dann auf Audio und könnte dementsprechend dann auch einstellen, zum Beispiel stumm. Damit habe ich dann für die gesamte Videospur das stumm gestellt, selbst wenn ich es hier aktiviert hätte. Wenn ich jetzt hierher gehe, dann hört man nichts. Ich gehe jetzt hierher, also man hört nur das, was da unten ist auf dieser Videospur und ich höre tatsächlich überhaupt nichts. Das heißt, ich kann mit diesen Lautstärken verstellen, kann ich einzelne Bereiche lauter und leiser stellen und kann dementsprechend auch einzelne Teile dann ja, auch leiser stellen. Wichtig ist, dass ich mir das dann so zuschneide. Dann könnte ich jetzt hierher gehen, das hier wieder aktivieren. Dann kriege ich eine Mischung zwischen diesen einzelnen Bereichen. Ich stelle es vielleicht gleich nach vorne hinein. Sehr laut, das ist mir jetzt einmal zu laut. Jetzt gehe ich wieder her, wähle das hier aus, gehe wieder in den Filterbereich hinein, auf Audio, gehe wieder auf Verstärkung Lautstärke und gehe hier deutlich zurück. Schauen wir, wie sich das jetzt anhört. Es ist leiser. Man sieht, es überlagert sich, man hört leise diese Musik. Ja. Und um wieder ein fertiges Video zu machen, empfiehlt es sich natürlich dann, hier die längere Audiospur dann abzuschneiden. Geht es hierher, mache dann einen entsprechenden Cut oder drücke S zum Beispiel. Ich
Ich möchte zum Schluss dann wieder meinen Abschluss machen, wo ich mich dann für die Aufmerksamkeit bedanke. Ich untergliedere wieder, teile das hier wieder. Ich möchte ja die schriftliche Einfüge nicht auf die gesamte Strecke angewendet sehen. Gehe jetzt hierher, wähle für diesen Bereich dann wieder einen Filter aus. Du weißt, man will Filter. Gehe auf Video, in den Videobereich hinein und wähle mir dann wieder altbekannterweise Text einfach und schreibe jetzt hier hin. Danke für deine Aufmerksamkeit. Mach vielleicht hier wieder einen Zeilenumbruch, drücke also Enter, schiebe das so hin, positioniere das dementsprechend und kann jetzt das Video dann exportieren. Exportieren kann ich das wiederum, wenn du dich erinnerst, auf Exportieren. YouTube wähle ich mir hier aus, klicke hier auf Datei Exportieren. Und das Video wird exportiert. Ja, du weißt jetzt, woher du solche Gratis-Dateien, wie nämlich zum Beispiel kostenlose Musik, Sounds, Fotos und Videoclips, wo du sie herunterladen kannst, wie du sie importieren kannst und wie du jetzt die Tonlautstärke verstellen kannst, gezielt anpassen kannst. Wir haben wieder uns angeschaut, wie man so einen Vorspann machen kann, wie man eine Schrift einfügen kann und wie man das beim Abspann ebenfalls hinbekommt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns etwas genauer mit Titeln und Texten einfügen bei Shotcut. Bis zum nächsten Mal.